Und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Vorzeile, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterin. Happy to be back. Here we are, zweites Game, Baguette Munchers gegen Messerschmidt. Auf der linken Seite mit Pinch, auf der rechten Seite mit Armadillo. Spielen heute Firework und LXD gegen Domi und Pekka aus Platin. Und ja, in den Kommentaren gestern habe ich so ein bisschen gelesen, die Stars. Ich hatte ja gefragt, wie findet ihr so ein bisschen Soundambiente, ein bisschen Akustik? Und kam nicht so an. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh über das Feedback. Also erstmal vielen Dank natürlich für das Feedback. Sehr, 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 sehr hilfreich. Immer schön zu hören, was ihr wollt und was nicht. Die überwiegende Masse hat sich dagegen ausgesprochen. Deswegen lassen wir die Sounds jetzt heute einmal weg. Und das ist auch für mich viel entspannter, dass... Weil gerade, na, ihr habt sicherlich die Länge dieses Videos jetzt heute gesehen. Dass über die Länge, also... Und da kommen wir direkt zum nächsten Thema. Warum kommen die Casts, die Best of Threes, gerade nicht in einem Video? Ja, erstens, wir gucken uns wieder die Länge des Videos an. Dann hätten wir 1,5 Stunden oder so, wenn wir alles drei zusammenschmeißen würden. Oder mehr, who knows? Falls es ein Best of Three ist, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht gewinnen ja Domi und Pekka aus Platin hier 2-0. Dann ist es was anderes. Nichtsdestotrotz muss ich gucken, wo ich mit dem Content bleibe. Ich will euch ja stetig mit Content versorgen. Und ich finde es aus meiner persönlichen Sicht angenehmer, von meinem Lieblings-YouTuber jeden Tag etwas zu bekommen, als an einem Tag 2 Stunden Material und dann die nächsten 2 Tage nichts. Wenn ihr das anders seht, ist das vollkommen fein, aber das ist so meine Choice, wie ich meinen Content anbieten möchte. Das ist hier ist ein Hobbyprojekt, um mal alle abzuholen, die das generell noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ich bin kein Profi-YouTuber, das ist nicht mein Hauptberuf oder so. Ich mache das neben meinem Hauptberuf, okay? Wie viele andere auch. Und hupala, Domi, wo ging denn die Kreissäge hin? Dementsprechend ist das, was man halt eben produzieren kann, irgendwo begrenzt durch Zeit einfach in, also sehr extrem begrenzt. Ja, damit möchte ich euch nicht zu sehr volllabern. Ich würde mir wünschen, dass ihr respektiert, dass das halt eben so ist, wie es ist und dass ich diese Entscheidung treffe auf eben dieser Grundlage. Würde mich freuen, wenn das okay für euch ist. Wenn nicht, ich werde es nicht ändern. Das ist die Kehrseite der Medaille. Also basically würde ich euch sagen, findet euch damit ab oder ja, was soll ich tun? Ich habe halt einen anderen Beruf, dem ich eigentlich nachgehe. Es fühlt sich auch schon schräg an, sich dafür rechtfertigen zu müssen, aber you know, it is what it is. Ich fühl mich halt sehr schnell schlecht bei solchen Kommentaren, die sagen, das ist aber voll doof, das ist ja, warum splittest du das denn? Best of Three, das kennt man ja sonst nirgendwo. Es war ein Kommentar, ja, alle anderen so, alles gut, Salzi, mach dein Ding. Und dieser eine Kommentar, der bleibt wieder negativ im Kopf hängen, wie das halt dann immer so ist. Anyway. Wir wollen uns heute auf Cast konzentrieren. Willkommen in der Gesamtansicht, by the way. Es ist ein 48-Minuten-Banger von Baguette Munchers gegen Messerschmidt. Und wir haben die ersten 3,5 Minuten durch. Zum Intro möchte ich noch gesagt haben, das habe nicht ich erstellt, sondern das wurde mir von Earthwork Games bereitgestellt. Ja, für die Forts Pro Liga als, ja, weiß ich nicht, als Intro. Ja, das was es halt sein soll, logisch, ne? Ist ein Intro, soll ein Intro sein, ist jetzt immer vor dem Cast zu finden. Könnt mir ja dazu mal Feedback zu dalassen, wie ihr das so findet. Aska hat sich gestern schon bemerkt gemacht in den Kommentaren zu diesem Intro. Mit dem gewohnten Hauch an Satire oder Ironie. Weiß ich nicht. Anyway, erste Nuke von Firework. Let's go, meine Damen und Herren. Here we are, straight into the game. Wir haben die Pros erstmal aufbauen lassen. Und jetzt sehen wir schon das erste Gerät. Und die Flak wurde die manuell geschossen, weil die hat ja sonst anders daneben geschossen. Na gut, hoffen wir einfach mal, dass das Ding manuell gezündet wurde. Hat die Nuke drunk gemacht, aber die taumelte nur in den Woodspam, in Anführungsstrichen. Aber die hat auch richtig schön hier so reintippen können. Ne? Man kennt es ja von diesen gefährlichen RNG-Sprengköpfen. Dass sie tun, was sie eben wollen. Interessante Büsse hier an der Stelle. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Tiny Door da soll, to be honest. Was? Also. Gut, okay. Bottom Base. Full Eco. 4 Windturbinen. Kein Schutz
vor den Windturbinen, möchte ich kurz angemerkt haben. Top Base ist da schon ein Stückchen weiter. Bottom Base aber mit Armadillo auch relativ entspannt unterwegs. Jede erdenkliche Tech am Start, noch keine Waffen, dafür fast Full Eco. Top Base sogar upgraded to Minen. Das sieht schon mal ganz entspannt aus und jetzt zieht auch Domi nach mit den Minion-Upgrades, holt sich ein paar Gunner und die werden wahrscheinlich direkt wieder rausgenommen durch Firework, der hier wieder mal mit seinem Sniper am Vortasten ist. Firework ist ein Spieler, der ja wirklich gute Sniper-Gameplays oftmals hinlegt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, sehr überzeugend immer wieder der Kerl. Und jetzt kommt Swarm, New Kombination mit Feuerplasma. Und das, ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich am ehesten noch den Plasma genommen, weil das macht einfach Zero Damage, ne? Das verkaufst du einfach, oh, balla! Jo, der schneidet ein bisschen tief, da sind ein paar wenig Holzstreben, um das Ganze zu verteidigen, das merkt du mir jetzt auch und zieht da direkt eine weitere Schicht ein, ansonsten kann es passieren, dass ihm der ganze Woodspam einreißt, aber er hat genug Four Longs, wahrscheinlich gerade auch hier drin, dass wenn die reißt, alles gut, das wird noch gehalten, weil dahinter noch eine Vierlangstrebe sitzt. Top Base, Pack aus Platin jetzt mit der ersten Cannon, hat zwei Flaks am Start. Eine, die so straight up die Nuke verteidigen soll, aber auch hier verteidigt man sich mit Woodspam. Kreissäge, etwas fahrlässig eingesetzt von Firework. Nuke unterwegs, Feuerlaser als Cover. Gunner schießt daneben. Und Woodspam fängt den ganzen Lachs nochmal auch auf. Auch hier. LXD mit dem Plasma Laser. Wenig effizient unterwegs. Bisher hat man nicht so wirklich viel Schaden verursachen können, muss ich sagen. Rechts hat man jetzt die aktive Fähigkeit bereit. Also für einen kritischen Hit kann man mal eben T drücken und zack, bumm, alles repariert und günstig, solange man die Ressourcen hat, ne? Ich meine, es kostet 50% weniger, aber trotzdem braucht man ja, je nachdem wie stark der Treffer ist, ordentlich Ressourcen, um sowas zu reparieren. Und ja, Team 1 lässt Team 2 hier absolut gar keine Pause. Da kommt die nächste Kombination. Direkt Swarms und Nuke und die Flak. Hupala. Ja, die hat irgendwie irgendwo reingeballert, aber nicht so da, wo sie sollte. Jetzt ist, war hier, glaube ich, ein Schild, das aber von den Swarms getroffen wurde und kaputt gegangen ist. Oder vielleicht auch durch die Nuke. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war da auch noch kein Schild. Und es ist nur tatsächlich eine Windturbine kaputt gegangen. Das ist etwas erstaunlich. Aber jetzt sollte es unbedingt bald ein Schild geben. Feuerlaser ist schon wieder nachgeladen bei LXD. Der könnte jetzt hier die ganzen 6 Windturbinen, beziehungsweise 5 und davon eine Super-Windturbine abräumen. Aber dagegen scheint er sich nicht dazu entschlossen haben. Erster Cannon-Shot, aber das sind 2. Es war kein schlechter. Man hätte fast die gesamten Windturbinen bekommen. Dann wäre es erstmal gewesen mit den Nukes. Hier die anfliegende Gefahr wieder auf Top-Base-Packer aus Platin. Und das war ein interessanter Gedanke, mit 2 Feuerlasern da den Woodspam wegzubrutzeln. Hat aber nicht ganz funktioniert. Vielleicht hätte man da zuerst Feuer und dann Plasma nutzen müssen, um den Woodspam relativ schnell wegzubekommen, damit die Nuke noch irgendwo einschlägt, wo es dann auch massiv Schaden machen kann. Beide Spieler auf der rechten Seite noch auf 100%, also ganz entspannt unterwegs. LXD addet den nächsten Plasma-Laser. Das ist natürlich ein Bolt-Move. Dafür braucht man relativ viel Energie, um 2 Feuerlaser und 2 Plasma-Laser zu befeuern. Nuke wird tatsächlich angehittet, taumelt einmal über das gesamte Schlachtfeld. Feuerlaser-Cover ist am Start, aber die Flak dringt noch gerade so durch, bevor die Geschosse verbrennen. Hitten sie noch die Nuke und nehmen sie aus der Luft. Auf entspannt. Kappa. Und somit bei Team 2 alles wie gehabt. Nur, dass die Anzahl der Kanonen immer weiter anwächst. 2 Stück jetzt auf Bottom Base, eine Top Base. Gut, das haben wir jetzt schon ein bisschen länger, den Status Quo. Top Base, 2 Windturbinen rausgenommen. Und da kommt die nächste Nuke. Feuerlaser ist einsatzbereit. Bis diesmal etwas veraimt, würde ich nicht behaupten, aber der Spread der Kreissäge leider zu hoch und damit hat man es nicht geschafft, das abzusägen. Plasma Laser hier unten rein, auf jeden Fall unangenehm für die ganze Konstruktion. Verwackelt jetzt hier ein bisschen. Der Winkel nach oben fehlt. Ja, der Sandsack da ist geil, ne? Gegen Feuerlaser und Stuff. Jetzt gibt es eine Bait EMP und Shotgun, aber die auch schon etwas länger, um die Gunner rauszunehmen. Die Bait EMP ist nur neu. Ne, schöner Gedanke, hier wird das gesamte Kit von Nukes ausgespielt. Schöner Snipe auf den Feuerlaser, beziehungsweise da war nicht mehr genug Türen. EMP leider gerade am Reparieren. Shotgun misst hier den einen oder anderen Gunner. Und damit kann die Nuke auch wieder abgewehrt werden. Tja, schwer zu sagen, welches Team stand jetzt hier die Überhand gewinnen wird. 2 Cannons, damit kannst du natürlich die Waffen rausnehmen. Na, gerade der Plasma-Laser hier oben jetzt, nur Single dort aktuell.
wird natürlich schnell verteidigt. Die andere Cannon war kurz nicht einsatzbereit, weil sie Schaden bekommen hatte und nicht schießen konnte. Jetzt nochmal der Versuch, auf den Plasmalaser zu gehen, aber leicht daneben. Cannon-Schuss von Top Base, der jetzt auch mittlerweile eine zweite Cannon platziert hat. Ein bisschen Core-Damage, mindestens 93%. Und die Laserwaffen von Alex, die scheinen sich am Fort von Packer aus Platin abzuarbeiten, aber nicht wirklich effektiv. Wir sehen hier keinen kritischen Schaden durch Team 1. Die Nukes sind mehr oder weniger, ja, handsam. Also wirklich, mit Samthandschuhen werden die hier rübergereicht. Könntet ihr nicht mal gucken, ob ihr mit dem Gerät was anfangen könnt? Und Team 2 sagt ganz eindeutig, nein, Bro, danke, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und da kracht das Gerät durch einen, ja, längst vergangenen Gunnershot, der noch auf ein ganz anderes Ziel geschossen hat. Wird die Nuke angehittet und kracht dann das eigene Fort von Firework. Interesting, und der war jetzt ein bisschen illegal, ne? Da die Windturbine rauszunehmen, das wird Alex die jetzt massivst aufhalten. Der hat zwar noch ein bisschen Energiereserven, um zumindest den Feuer und einmal Plasma zu schießen, aber danach muss er halt gucken, wo er bleibt. Erste Swarm-Kombination. Gunner und Flak sollen gebaitet werden. Und da kommt das Nuke-Gerät in Kombination mit dem Feuerlaser. Und das sieht gut aus. Trifft auf Packer aus Platin. Aber jetzt wäre so ein Fall für die aktive Fähigkeit. Und das zieht Team 2 auch sofort. Zweiter Plasma-Laser auf Top-Base. Die Cannon ist fast offen. Wird sogar gesellt, Alter, der Lachs da. Heidewitzke, aber warum denn das? Also, ja, okay. Bold Move. Alles weg, neu gebaut. Jetzt muss man sich langsam beeilen. Der Feuerlaser ist mittlerweile wieder einsatzbereit. Und da kommt auch schon die nächste Swarm-New-Kombination. Es kommt mir so kurz vor. Die laden so schnell nach, die Dinger. Da geht's wieder los. Die werden hier auf... Oh, no! Auf Cooldown geschossen. Und da trifft Firework die Nuke mit seiner eigenen Büss. Und der nächste Plasmalaser trifft aufs Schild leider. Und es wurde auch das Ziel gewechselt. Jetzt auf Domi. Wobei man wahrscheinlich auf Top-Base mehr Erfolg gehabt hätte. Hier braucht man noch ein paar mehr Türen. Auf jeden Fall auch die günstig durch Gürteltier, ne? Und wiegen auch nicht so viel und. Der Commander auf jeden Fall hier zum Vorteil von Team 2. Und Pinch, der ja eigentlich nur schnell ist in erster Linie, weil er 100% Metall zurückbekommt. Oh, Nuke, oppala! Schöne Flak. Die Nuke wird angehittet durch die Cannon und durch die Flak noch gerade so abgehalten. Die hätte wieder, ja, unschön kommen können. Aber auch da, die Türen sind so weit vorne, dass die Cannons wahrscheinlich nicht stürzen würden. Aber schauen wir mal, was wird. Da kommt nämlich schon die nächste Salve. Swarms. Nuke wird direkt hinterher gepainted. Feuerlaser. Zwei Stück jetzt wieder einsatzbereit bei LXD. Der erste macht sich schussbereit. Aber ein bisschen zu spät. Was ist hier los? Feuerlaser viel zu tief. Shotgun. Da hat es so ein bisschen an Teamabsprache gemangelt. Und 9k Energiespeicher reichen für LXD jetzt nicht, um zwei Feuerlaser und zwei Plasmalaser zu schießen. Und dementsprechend ist der Schaden tatsächlich überschaubar. Bei Domi kommt da jetzt ein Howie und der könnte unangenehm werden. Gut, sie haben eine Shotgun, keine Frage. Aber so hier im Winkel ist die Zeit begrenzt, wo man den Howie rausnehmen kann, würde ich behaupten. Erst recht, wenn man auf Bottom Base feuert. Und das wird wahrscheinlich ja das Hauptziel sein. Obwohl da schon die Verteidigung für den Howie sitzt. Domi jetzt wieder mit den Cannon Shots auf die Waffen von LXD will hier Druck machen. Feuermörser. For whatever reason, absolut nicht effizient, weil die Türen einfach nicht aufgehen. Und da kommt jetzt dieses Nuke-Gerät und das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber irgendwie hat es diese Flak geschafft oder auch die da unten, das Gerät rauszunehmen. Firework, nein gar nicht, LXD ist es mit seinem Feuer- und Plasmalasern. Verfehlt jetzt hier so ein bisschen und macht bis auf etwas Economy-Damage nicht so viel Schaden, wie er vielleicht gerne gehabt hätte. Zwei Cannon-Shots auf den Feuerlaser. Ziemlich präzise von Domi. Ein Dritter würde jetzt wahrscheinlich durch die Türen den Feuerlaser ausschalten können. Aber Packer aus Platin gerade noch damit beschäftigt, die nächste Cannon aufzubauen. Während Domi jetzt gleich sein Howie fertig haben würde. Aber es bräuchte wahrscheinlich noch eine Büste. Die Tag wäre da. Aber wohin mit dem ganzen Lachs? Du hast halt Anti-Air auf dem halben Spielfeld. Und da kommt das nächste Nuke-Gerät für Domi. Und das könnte jetzt ganz schön gruselig werden. Da fällt das Schild und jetzt der Plasma-Laser hinterher. Da könnten die Cannons runterfallen. Aber nein! Domi mit dem Wood-Spam. Richtig schön. Das Ganze stabilisiert das Fort. Aber die Büsse können hier nochmal schwierig werden. Aber wo schießt Alex die denn hin? Viel zu hoch. Die Möglichkeit wäre da gewesen. Domi hier komplett abzusägen. Der nächste Feuerlaser nimmt die Flak dahinter sogar noch raus. Domi versucht sich hier zu verteidigen. Aktive Fähigkeit wurde soeben aufgebraucht. Jetzt kommt das erste Howie-Gerät rüber. Und die Waffen von LXD am Taumeln. Aber sie fallen nicht. Gleichzeitig noch die Swarms in der Luft gewesen. Aber nicht genug Energie von Firework für die Nuke.
Und er hat sie einfach nicht geschossen. Plasma-Laser rasiert der Kanone hier den Kopf. Und NXT hat nicht mehr genug Energie, um die zweite zu schießen. Die zweite Plasma-Laser-Salve. Und jetzt aktive Fähigkeit wieder. Da kommen die Swarms und die Nukes. Aber Domi ist erstmal hinter einer fetten Schicht Woodspam verteidigt. Zumindest gegen den Splash-Damage einer theoretischen Nuke. Die wird auch sofort rausgenommen, ohne Fackeln. Packer aus Platin mit der Flak. Und somit hat sich die Lage wieder etwas beruhigt. Beide Teams etwas angeschlagen. Firework hier oben hat ein paar Windturbinen verloren. Der Turm von LXD etwas in Schieflage geraten. Gleichzeitig Domi fast gestorben durch zwei herunterfallende Kanonen. Hier unten wäre eine Batterie gewesen, die hätte schon ausreichen können, um das Ganze fort instabil zu gestalten. In dem Sinne, dass es umknicken könnte. Da kommt die nächste Nuke auf Packer aus Platin und die hittet ganz schön unangenehm. Das Schild ist wieder kaputt und das ist die größte Gefahr, die man immer vergisst. Die Cannon jetzt ausgeschaltet. Packer aus Platin kassiert. Verliert all seine Waffen. Aber das Ford ist still alive, weil die Kanonen zum Glück hier in dem Radius explodiert sind. Und nicht bei den Batterien hier hinten oder bei der einzelnen hier vorne. Also richtig schön platziert. Hier oben standen die Cannons, hier waren die Türen. Das Schild ist meistens das Problem. Hier war es sogar der Woodspam unter den Kanonen, der geschwächelt hat. Hier kommt jetzt... Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hier kommt die nächste Nuke. Und da wird etwas Holz abgemacht. Okay, war das Howie-Verteidigung? Ich bin mir nicht... I don't know. Man hat jetzt hier ein bisschen Verteidigung, aber da könnte ein Howie schon durchaus auch die Waffen auflösen. Klar, wir haben hier drei Gunner und eine Shotgun. Theoretisch. Wie wird Team 2 reagieren? Die Cannons von Domi werden jetzt so langsam aber sicher wieder einsatzbereit gemacht und man sieht es, es ist ein Pain in the ass, diese Struktur wieder aufzubauen und vernünftigerweise zu sichern und überhaupt und so. Nuke! Aber da sind zu viele Flaks. Ja, aber es ist trotzdem, es ist der Gamble, ne? Die Nukes werden immer wieder geschossen, immer wieder gib ihm und irgendwann kommt so ein Ding mal durch und nimmt dir all deine Waffen. Das ist Forts. Wie es lebt und lebt. Trotzdem hast du natürlich weniger safen Output an Damage, wenn du selber für Nukes gehst. Ist einfach so. Boah, okay, wir beruhigen uns mal kurz alle wieder in der 18. Minute. Hol mal kurz Tiefluft, wie es auch die Teams tun. In diesem zweiten Game des Best of Threes. Wer das letzte verpasst hat, schaut gerne am Video von Samstag vorbei. Da haben sie sich die erste Schlacht geliefert. Zack, 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 büß, büß, büß. Hoppala. Ja. Also gerade ist die Lage ganz gut unter Kontrolle. Feuerplasma auf den Howie ist natürlich ein bisschen unangenehm. Aber das war ein schöner Doorsnipe, den wir jetzt perfekt nicht auf Kamera haben. Von Domi mit der Cannon den Plasma-Laser rausgenommen. Und somit den vielleicht sogar Kill auf sein Howie verhindert. Wobei, der Howie hat echt extrem viel Leben. Also der hat so viel HP. Da braucht ein Plasma-Laser schon ein bisschen mehr Druck, als wenn er noch zwei Türen rausnehmen muss. Da kommen jetzt hier normale Mörser, da oben der eine schwere, damit auch die Türen aufgehen für die Shotgun auf Bottom Base. Wieder eine Nuke. Die kann gerade so abgewehrt werden durch die Flak von Packer aus Platin. Aber das hätte schwierig enden können. Schöne Kreissägen. Vielleicht nochmal ein Schild hier weiter vorne. Bin ich mir nicht ganz sicher. Nochmal ein Plasma-Laser auf den Howie. Feuerlaser hinterher. Ein bisschen zu tief. Und damit das gesamte Arsenal mehr oder weniger verschossen. Kreissägen haben wieder nachgeladen. Firework endet hier nicht mehr, bis auf diesen einen Sniper. Er hat sich also die Werkstatt hier unten geholt. Ja, okay, kann er so bauen, solange sein Mate hier oben noch Verteidigung hat. Aber wenn das einmal fallen sollte, das wäre natürlich schwierig. Wobei die Gegner auch nicht Spion sind, also das nicht sehen können. Und man, da erwartet man ja auch. Das ist, ne, denkt man natürlich nicht. Aber das ist natürlich immer ein Spot, wo man drauf hin aimen möchte, um den Gegner die Economy so ein bisschen zu schnabulieren. Top Base jetzt mit der Shotgun am Start. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das auf oder gegen die Feuerlaser gedacht ist oder tatsächlich gegen die Nuke. Oder gegen die Gunner? We'll see. Ja, es ist gegen die Gunner gedacht. Da kommt jetzt aber erstmal das nächste Nuke-Gerät und das kommt schon wieder durch. Boah, kurzer Herzinfarkt. Woodspam bei Domi intakt und hält das Gerät auch gut auf. Da kommt die nächste Böse. Jetzt die Feuer-Plasma-Kombination. Aber mittlerweile hat sogar Alex Dean, nee, Quatsch, Firework ein Plasma-Laser. Den ich hier noch gar nicht gesehen habe. Der sieht auch... Ah, weiß ich, also da so ein Dropshot oben drüber. Der ist auf jeden Fall möglich.
Da kommt die nächste Swarm-New-Kombination. Einmal angetestet mit dem schweren Mörser, jetzt mit den normalen nochmal hinterher geschossen. Aber da sind gerade einfach gar keine Gunner am Start. Feuerlaser wieder als Protection. Das Nuke-Gerät kommt ganz ungehindert durch. Shotgun verfehlt. Woodspam von Domi. Regel zum Glück. Aktive Fähigkeit wird immer weiter aufgeladen. Und die braucht Team 2 gleich auch nochmal, weil sie eine Schnaufpause brauchen von diesem Dauerfeuer, unter das Team 1 sie hier setzt. Immer weniger Gunner am Start auf beiden Seiten. Hier die Gunner mehr oder weniger rausgenommen durch die Shotgun hier oben mit 4 Türen. Also Türen kann man sich rechts auf jeden Fall leisten. Und da ist der angesprochene Dropshot. Die Tür ist kaputt gegangen und danach der Feuerlaser explodiert. Das war abzusehen. Firebird droppt auf 89%. LXD auch auf 96, aber da habe ich nicht mitbekommen, wie das passiert ist. Und jetzt kam das erste Howie-Gerät durch, aber da war Hintergrund Holz als Verteidigung. Man braucht hier also eine weitere Büss. Man hat jetzt hier noch noch ein paar Gunner, aber hier bräuchte man vielleicht sollte man das umformulieren in Hintergrund Holz. Gut, das geht im Gefecht schon mal unter. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Es ist, als würde er zuhören. Feuerlaser als Block hier. Als Blockade, als Blockieren. Und die Nuke kommt richtig unangenehm auf Packer aus Platin. Damit direkt mal die aktive Fähigkeit und er bricht hinten zusammen. Was ist da passiert? Packer aus Platin lässt Domi hier im Stich. Stability hat es nicht gehalten. Ich bin mir nicht sicher, ob es gecrossbraced war. Auf jeden Fall hinten eine Stütze gebrochen und jetzt Howie auf Top-Base. Das Gerät kommt durch und macht guten Schaden. Das droppt hier einmal von oben nach unten, aber da war nur in Anführungsstrichen ein Feuerlaser drin, der natürlich das halbe Fort von Firework beziehungsweise das Fundament davon in Brand setzt. Aber ja gut, es nimmt ein bisschen Druck. Aber die schweren Mörser hier, die sind jetzt vor allem unangenehm. Für den lieben Domi, der sich direkt nach oben verbindet, die Economy oder die einzelne Mine, die davon noch übrig geblieben ist, versucht zu retten, tut. Da, oh Gott, Hilfe. Deutsch. Wo Deutsch? Oh, der baut da oben so ein kleines Plateau jetzt auf. Muss er auch machen gegen die Mörser. Ein bisschen mehr Anti-Air, dies, das, auch gegen die Nuke. Das wird jetzt sehr, sehr, sehr schwierig, sich gegen so viel auf einmal zu verteidigen. Das Beste wäre für ihn, wenn er einen der Gegner rausnehmen könnte. Aber auch da besteht immer die Gefahr, dass der andere sich dann zum Fort des anderen verbindet. Wahrscheinlich wäre es am besten, wenn Bottom Base sterben würde. Weil Top Base einfach weniger hat. Schöner Draw Snipe. Das ist der zweite Plasma-Laser, den Domi in diesem Game auf diese Art und Weise rausnimmt. Wunderschön. Wieder Core Damage für LXD. Und jetzt kann ich es mir auch zusammenreimen, wo der erste Core Damage herkommt. Es sind diese 4%, die der Plasma-Laser selbst noch hier oben durch die Explosion am Kern verursacht. Und da kommt die nächste Swarm Nuke Salve 2. Feuerlaser am Start. Das Ding wird definitiv hitten. Woodspam von Domi. Schwere Mörser von LXD. Und das Gerät taumelt gefährlich, aber kracht gerade noch so in den sich gerade verabschiedenden Woodspam. Hi, der Witzka. Plasma Laser wieder da oben rein. Schon wieder ist die Deckung von den Gunnern offen. Und er baut es mit jedem Mal ein bisschen solider. Aber es ist trotzdem so anstrengend, das immer wieder aufzubauen. Und sicher zu bauen. Und die Gunner sind jetzt auch wieder raus. Schwere Mörser können durchkommen. Gerade überhaupt kein Defense, bis auf die Flak, die aber eigentlich ja eher dafür mal gedacht war, seinen Mate zu verteidigen vor Nukes. Und jetzt kommt das nächste Gerät, aber wird abgewehrt. Guido und Guido 2 am Start. Junge, 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 wie willst du das jetzt noch drehen, Domi? 2:1. In der Unterzahl. Mit einem stattlichen Float. Aber noch weniger als LXD und Firework. Holy shit. Spielt er gerade Salzwerk oder was ist da los? Ja, man konzentriert sich halt eher auf Damage Output. Ne? Das ist nicht in jedem Moment. Also Float ist nicht der einzige Indikator für eine gute Spielweise. Natürlich, klar, wenn du es jetzt noch irgendwie geschissen kriegst, den Damage Output aufrecht zu erhalten und nicht zu floaten, dann bist du wahrscheinlich eaten. Keine Frage, ne? Aber irgendwann zählt einfach nur Druck machen, Druck machen, Druck machen, Gegner kleinkriegen. Und da kriegt man sogar einen Snipe auf die Kanone. Hoppala, die Hitbox ragt hier etwas raus und Domi scheint es gerade nicht so ganz mitzubekommen. Kenne nicht mehr am Reparieren. Jetzt da oben muss ein Sansa-Kind, Kollege. Wo? Hä? Hallo? Entschuldigung. Hä? What is happening? Und jetzt der Sniper wieder kaputt. Nächster Howie-Shot, der kommt ganz schön tief. Da hat ein Cannon-Shot rein, aber der irgendwie macht Bergliebe einen auf den hier. Und da droppt der Kern! Das kannst du dir nicht vorstellen! Domi mit dem godlike Cannon-Shot hinterher, followed den Howie. Und das ganze Gerüst
bei Firework bricht, Quatsch, bei LXD bricht in sich zusammen und da kassiert er auch schon wieder die nächste Nuke, aber das fällt in den Woodspam. Schon wieder luckily. Gerade noch so gerettet. Und die Cannon weiterhin wittige Snipe. Und raucht noch dunkel. Ich glaube, die hat gerade nicht so viel Leben. Einmal T würde dem Mann hier, glaube ich, ganz gut tun. Um einmal eben schnell die Cannon zu reparieren. Sonst geht die gleich einfach stumpf kaputt. Oh, da trifft er sich selber. Oh, no. What is happening? Dieses Game, Firework gegen Domi. 1:1 mittlerweile. In der 26. Minute. Da kommt das nächste New-Gerät. Woodspam regelt jedes Mal bisher bei Domi. Der Mann ist schnell. Das ist halt der Nachteil von Pinch Fist. Du siehst, wo der Gegner hinpendelt. Und das macht Sieb so gefährlich, weil du da das eben nicht weißt und dich nicht mit Woodspam verteidigen kannst. Das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie gut Woodspam-Verteidigung sein kann. Shotgun. Oh, schön. Doch nicht so schön. Waren nur ein paar Sandsäcke und ein Sniper. Aber trotzdem fast schöner Shot. Man wollte natürlich eher die Shotgun durchsnipen. Hier relativ viele Gunner, Smoke Launcher, I like, haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, Shotgun von Firework, ganz schön nervig für Domi hier. Jetzt werden die Gunner genutzt, um die Gunner rauszunehmen. Auch immer eine solide Strategie. Funktioniert relativ gut, aber gerade wenn du gegen Nuke spielst, brauchst du deine Gunner eigentlich eher, um dich zu verteidigen. Noch meine Single Swarm. Howie ist unterwegs und er hat die Tür extra nicht repariert. Die ganze Zeit. Dann entscheidet er sich dazu, es zu reparieren. Vielleicht auch aus Versehen. Und dann kommt der Howie. Nun, das war ein bisschen unlucky. Gut gedacht. Schlecht umgesetzt. Vom Timing her. Plasma Laser mittlerweile wieder am Start. Zwei schwere Mörser da oben. Completely out in the open. Hier unten eine Flak bei Domi. Ein Dort Gunner. Da oben drei offene. Das könnte was werden. Oh, das ist aber dabei. Ich dachte schon. Man hat irgendwie das Schild gerade reparieren müssen. Auf den Sound kann man auch achten als Gegner und dann mit dem Plasmalaser da richtig schön rein Energieproduktion rausnehmen und vielleicht sogar die Cannon zum Fallen bringen. Jetzt kommt das nächste Howie-Gerät, aber Firework ist vorbereitet, verfehlt aber mit der Shotgun und das Howie-Gerät kommt durch, macht gar nicht so viel Schaden, wie ich es jetzt erwartet hätte. Die Strebe, auf der der Plasmalaser sitzt, nur zur Hälfte beschädigt. Alles easy, alles entspannt, gar kein Problem. Und jetzt zwei Shotguns am Start auf der linken Seite und das macht es jetzt ein bisschen unangenehm. Da kommt die nächste Swarm-Nuke-Kombination und wir haben gerade wahrscheinlich keinen Woodspam. Ob der noch rechtzeitig fertig werden wird, bleibt fraglich, aber nein, tu er nicht. Aua, und jetzt da unten der Plasmalaser rein. Firework, do it. Nein, wo schießt du denn hin? Doch nicht auf die Kanone. Ah, Firework, what are you doing? Vielleicht hat er auch nicht den Winkel. Das weiß ich jetzt nicht. Aber in meinen Augen eine absolute Fehlentscheidung. Da auf die Kanone zu gehen. Klar, ich meine, du kriegst es vielleicht auch. Aber die Energie einmal rauszunehmen, gut, die hat hier auch... Lol. Die hat hier auch nicht mehr den besten Standort, die Energie. Da kommt das Nuke-Gerät, Heidewitzka. Da muss sogar noch die Shotgun eingesetzt werden, um das Ding rauszunehmen. Die lädt doch schneller durch irgendwie. Die ist jetzt schon wieder zur Hälfte nachgeladen. Howie, einsatzbereit von Domi, aber der muss erstmal seine Shotgun nutzen, um die Gunner rauszunehmen, sonst wird es doch nichts. Aber Howie kommt trotzdem irgendwie durch. Shotgun von Firework wieder daneben. Kollege, wo schießt du denn hin? Der Howie ist in der Luft gewesen. Eieiei. Ja, Match hat etwas an Fahrt verloren. Jetzt, wo es nur noch ein schnödes, in Anführungsstrichen, 1 gegen 1 ist. Und da kommt das nächste Nuke-Gerät. Firework weiterhin auf dem Pfad der Nukes und die hier unten, die werden jetzt richtig eklig. Nächstes Howie-Gerät. Firework nimmt sich etwas Zeit zum Zielen. Schöner Shot auf den Kern. 79%, davon ein paar mehr. Und er kann über Zeit gewinnen, der liebe Domi. Eventuell selber für Swarms hier oben. Die Tech wäre da. Vielleicht hier ein paar Minen und dann da hinten Swarms. Ja. Erstmal wieder alles hier so ein bisschen auf Null bringen, aufräumen, reparieren, neue Türen einziehen und, ach Mensch, als würde er mich hören. Er hört mich, Leute, er hört mich einfach. Das ist einfach ein Livecast hier gerade, ja, und ich stecke in seinem Ohr. Schöne Shotgun, jetzt aber Swarms von unten. Eine ganz schöne Menge.
Und die schaffen gar nicht so viel Damage, wie ich es erwartet hätte. Das Schild wurde von einer Swarm getroffen. Es wird aktuell noch nicht repariert. Aber mich würde interessieren. Baller. Nein, der Swarm Launcher rausgenommen vom Plasma Laser. Schön geschossen, diesmal von Firework. Muss man ihm lassen. Aber mich würde gerade mal interessieren, wie viel HP das Schild noch hat. Nachdem es einmal von der Swarm getroffen wurde. Es müsste weniger als 50% haben. Nächstes Howie-Gerät auf Top-Base. Shotgun ist nicht einsatzbereit, weil die gerade genutzt wurde. Und da kommt die Schrotze hinterher. Ich hab's gesagt, der Cannon schon. Hoppala! 48% bei Firework. Noch eine Holzstrebe vom Kern und auch noch drei Viertel an Leben, das Gerät. Aber da ist kein Follow-up mehr auf der rechten Seite. Trotzdem schönes Spiel von Domi. Hittet seinen Gegner, Opponenten wollte ich schon fast sagen. Gut. Und wenn er so weitermacht, kann er hier auf lange Sicht das Spiel vielleicht für sich entscheiden. Windturbinenblock gegen die Nuke. Wunderschön. Shotgun ist out in the open. Plasma Laser hinterher. Tut natürlich jetzt weh. Der Unterschied bei Plasma Laser ist natürlich, dass der niemals zum Kern durchkommen darf. Dann ist es ganz schnell um dich geschehen. Shotgun von Firework. Gut eingesetzt. Zwei Cannon Shots hinterher. Der Economy Damage ist da. Aber ich würde behaupten, Firework hat mittlerweile die bessere Economy als Domi. Wir haben rechts 6 Minen, 3 davon super. Wir haben links 7 Minen, 3 davon super. Okay, das ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Aber der Splash-Damage durch die Nukes ist, glaube ich, teurer als der durch die Cannons-Howies. So, jetzt wurde einmal alles gebaitet. Aktive Fähigkeit auf der linken Seite wurde dafür extra genutzt und es wurde nichts weiter geschossen, außer das fast der Door-Snipe. Beziehungsweise der Cannon geht es gerade so gar nicht gut. Da muss etwas mehr Verteidigung hin. Feuerlaser braucht man jetzt, also Sandsäcke braucht man hier gegen Feuerlaser wahrscheinlich gerade nicht mehr, weil es existiert kein Feuerlaser. Aber spätestens dann, wenn wieder einer da sein sollte, könnte es sehr bedrohlich werden für Domi mit zweimal Swarm-New-Kombination. Und die erste wird jetzt gezündet. Schön dahin, wo es weh tut. Unter die Kanonen, auf die Energieproduktion. Zack, das Gerät ist unterwegs, wird rausgenommen. Und da ist ja sogar ein Feuerlaser. Uppala, habe ich ganz übersehen. Nochmal von Top Base. Aber da reicht dann die Energieproduktion nicht ganz, um die Nuke auch noch hinterherzuziehen. Und somit ist Domi wieder am Drücker. Nächster Howie, aber Firework ist vorbereitet. Gunner nehmen das Ding zum Glück schon raus. Cannon Shot hinterher. Und der zweite auch noch. Das könnte ein guter werden. Aber tatsächlich macht er nicht so viel, wie er hätte tun müssen, um mir das Spiel ein bisschen mehr in Richtung Domi zu rücken. Heieiei. Eine halbe Stunde ist vorbei. Die Nerven der Spieler sind wahrscheinlich längst aufgebraucht. Meine APM wäre im Keller. Nichtsdestotrotz liefert man sich hier ein Battle auf Augenhöhe. Die nächste New-Kombination geblockt vom Feuerlaser. Aber der Windturbinenblock bei Domi ist zur Stelle. Und das Ding fliegt nicht so kritisch, wie es hätte fliegen können. Für Domi. Ja, nochmal eine Biss hinterher. Da geht ein bisschen was drauf, was man wieder als Anti-Air installiert hatte. Das ist super nervig. Ich würde wahrscheinlich hier ein Schild reinmachen. Minen, aber das ist jetzt auch ganz entspannt aus dem Off gesagt. Schöner Howie auch. Nochmal hier auf den Kern der Fokus. Zweiter Cannon-Shot hinterher. Nimmt die Shotgun raus, die da relativ frech und offen platziert war, um ehrlich zu sein. Also einfach nur fairer Hit an der Stelle. Und jetzt, ja, er hört wirklich zu. Da kommt wieder der Schwarmraketenwerfer. Nur kein Schild. Das fehlt gerade noch. Gut, Metalltür und Metallstrebe soll reichen. Ich glaube, hier ist es gerade so ein bisschen die Energieproduktion, die Domi Sorgen macht. Oder die Drunken Nukes, die ständig auf sein Fort taumeln. Da kommt schon wieder das nächste Gerät, wird angehittet und gerade noch so abgewehrt. Na, und hier wieder der Plasma auf Top, als wüsste Firework, dass hier jetzt schon wieder die Swarm kommt. Obwohl er es, glaube ich, nicht sehen kann. Er dürfte es nicht sehen können. Howie-Gerät von Domi, wieder in sich selber reingeschossen. Das passiert manchmal, wenn man zu nah an den Rändern des Aim-Arcs, des sogenannten, zielt. Also des Zielbogens, ja. Und das war wieder ein Cannon-Shot. Firework auf 45%, also 3% runter. Damit machst du natürlich nicht die großen Sprünge. Aber wer das Prozent nicht ehrt, ist es nicht wert. Wisst ihr Bescheid. Nächste zwei Nukes prasseln rein auf Domi. Eine abgewehrt, eine kassiert. Aber soweit, so gut. Woodspam war zur Stelle. Anti-Air ist intakt geblieben. Tatsächlich. Hier oben ist gerade eine Büsse reingerattert. Die Swarm ist jetzt fertig. Ist die Frage, ob Domi sie zünden wird
oder upgraden wird. Da kommt das nächste Howie-Gerät. Und Firework ist mit der Shotgun zum Glück am Start. Jetzt nochmal mit der Cannon da rein. Ah, Stück zu hoch. Da der Door-Snipe. Nein, leider etwas zu hoch. Man konzentriert sich hier auf den Spot, wo vielleicht Minen sitzen. Das weiß Firework ja nicht, weil er da nichts sieht. Und da kommt jetzt endlich mal eine Mine von Domi. Der zieht jetzt also auf mit der Economy von Firework. So viel Energie, wie er geflutet hat, könnte er auch locker noch ein paar Minen upgraden. Aber daran denkst du, glaube ich, gerade in der Situation nicht. Man muss bedenken, dass er jetzt natürlich noch sein Teammate im Nacken hat, der ein bisschen Shotcallen kann. Unfassbar wichtig im 2v2. Ja, auch wenn der Mate jetzt gerade tot ist, der macht die ganze Arbeit für Domi. Domi baut, er guckt rüber und sagt an. Das funktioniert super im 2v2. Steffen und ich sind da Beste drin. Ich stelle mir mal sofort und dann sage ich Steffen, was er tun soll und dann läuft das. So, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen wären wir hier ein Dream Team gewesen. Ja, ich nach 5 Minuten tot und dann... So, alles klar, Steffen, du musst jetzt hier und da rein. Alles klar, perfekt. Schöne Biss. Geil, Team wieder, Spiel wieder gewonnen. Super, super. Nice, freut mich. Ja, ich bin der Salzi und ich war auch dabei, ja. So. Ja, was wird das werden? Wird das eine Nuke oder wird das erstmal nur ein Spawn? Zum Baiten der Anti-Air oder auch so ein bisschen, um den Howie zu verstecken, ne? Oh, schöner Plasma-Laser. Schöner Howie. Zwei Cannons. Jetzt müsst ihr irgendeinen Reim folgen, dann würde ich mich wie Eminem fühlen. Oder ich verkack's einfach und mache hier so einen Körperklaus. Das war die andere Option, die habe ich gewählt und ja, take it or leave it. Nächste New-Kombination mit Büss, um den Woodspam abzusägen. Und das kommt jetzt so ein bisschen bedrohlich. Zumindest sah es so aus. Aber eine wurde abgewehrt. Die andere ist nur in den letzten Woodspam da geknallt. Und da kommt das nächste Howie-Gerät. Und jetzt ist die Tech exposed und damit raus aus dem Spiel. Und noch eine weitere Mine. Der nächste Cannon-Shot da auch noch rein in die Lücke. Und drei Minen weniger für Firework. Das könnte der Turning Point sein. Gut, wir brauchen Minen, wenn er Nukes hat, ne? Sag ich immer, aber... Das tut schon weh. Also keine Frage, die Ressourcen sind jetzt nicht gerade vorhanden. Und wenn Domi jetzt hier weiter Stress machen kann, weiter Economy-Druck, wonach es ja eigentlich aussieht, dann wird es huge werden. Aber der Door-Snipe von Firework, ich weiß nicht, wo der immer hinschießt. Der kommt, hat er den Winkel nicht? Na, der muss den Winkel haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er den nicht hat. Alles jetzt gebaitet. Vielleicht Weg frei für Swarm Nuke. Smoke Launcher noch am Start. Feuerlaser wird sich eher entschlossen. Aber das hat alles nichts gebracht. Weder Smoke noch Feuerlaser wurde betätigt. Weil der Feuerlaser auch keinen guten Winkel hat. Der müsste da oben sitzen und von hier so in den Boden reinknattern. Da kommt das nächste Howie-Gerät, wird angehittet. Nuke, Shotgun verfehlt. Oh, hoppala, es passiert so viel schon wieder auf dem Spielfeld. Droppt der Plasma-Laser etwa. Das könnte unangenehm werden. Nächster Cannon-Shot. Die Economy bei Firework ist unter Druck gesetzt. Man hat hier gerade eine Metallproduktion von plus 40 ungefähr, während man auf der rechten Seite plus 34 hat. Nee, dann kann das längst nicht plus 40 sein. Moment, was wird denn hier repariert, Kollege? Na, plus 39 haben wir hier, glaube ich. Okay, plus 39 und wir haben links plus 21. Also 18 Unterschied pro Sekunde. Muss man ja bedenken. Und irgendwie schafft es sich Firework hier noch gerade so im Leben zu halten. Und er nimmt auch den Howie diesmal mit der Shotty raus. Das ist unfassbar wichtig. Der Splash-Damage, der mit dem Howie kommt, der muss abgewehrt werden. Sonst ist es finanzieller Ruin. Und jetzt nochmal die Nuke von Bottom Base, wo einst sein Mate LXD so erhaben mit den Feuer- und Plasmalasern um sich geworfen hat. Und ja, da kommt wieder so ein Nuke-Ding durch. Aber den Domi, den juckt das gerade nicht so. Der hat Ressourcen. Und der hat eine aktive. Die ist sehr günstig für ihn, was die Reparaturkosten angeht. Und. Firework, der floatet gleich wieder. Das glaubst du nicht. 900 Metall und der Float geht weiter. 18k ist er in diesem Game bereits gefloatet fast. 17,5. My bad. Er paintet jetzt gerade Waffen. Und ich weiß nicht, was platziert wurde. Eine Metallstrebe, glaube ich, ne? Aber wie wär's mit Economy? Ich bin da kein Experte. Ja, ich weiß es auch nicht so recht, ne? Aber Real-Time Strategy, Economy ist ja so ein Ding, habe ich gehört.
Aktive Fähigkeit, Swarm Nuke von Top Base, Smoke Launcher, Swarm Nuke vom Bottom Base, Feuerlaser Shotgun, das gesamte Arsenal wird bemüht, aber auch irgendwie nur die Hälfte. Nuke wird abgewählt, jetzt nochmal der Versuch mit dem Bottom Waffen zu paten und dann dieser Feuerlaser, der so absolut useless ist, wenn ihr mich fragt. Da unten macht er halt gar nichts. Warum? Probiert es überhaupt noch. Plasma Laser da irgendwo rein, ja, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Schwere Mörser. Baiten halt zwei Flaks, aber das war's dann auch. Jetzt kommen die Swarms von Domi. Und Top Base hat mittlerweile eine weitere Mine nachgeplaced. Er hört mir auch zu, gibt's ja gar nicht. Shotgun. Nimmt den Howie wieder raus. Aber auch hier, der Damage, der Economy Damage auf Firework ist hart. Trotzdem schafft er es hier irgendwie im Game zu leben. Ich meine, er hat 5 Minen. Okay, 5 ist okay. Damit kannst du was machen, musst du aber nicht. Sie fragen, wie gedenkt Domi jetzt? Er hatte so einen guten Vorsprung. Und auch wenn er nicht viel geflutet hat bisher. Oh, auch schöne Biss. Keine Frage. Auch wenn er noch nicht viel geflutet hat bisher, muss ich sagen, schafft er es gerade irgendwie nicht so wirklich, das Spiel für sich zu entscheiden. Okay, er baut erstmal massiv die Energieproduktion aus, weil er einfach anscheinend zu wenig hat. Vielleicht auch zu wenig Batterien, I don't know. Da kommt nochmal die Nuke vom Bottom Base. Shotgun nimmt hier den ein oder anderen Gunner raus. Einer darf noch bestehen bleiben. Und jetzt die Nuke auf Top Base mit Feuerlaser von unten. Das könnte jetzt schwierig werden. Wenn das Ding gut hittet, dann war es das für den Windpark gegebenenfalls da oben. Nuke sieht so aus, als würde sie durchkommen. Aber auch hier die Flak da unten. Na, hör mal, da gibt's ja gar nicht. Aber das Schild repariert. Aber alles noch im Lot. Ja, nicht zusammengebrochen. 2, 3 Windturbinen weg. Okay, alles entspannt. Deswegen flutet Domi auch nicht, weil er die ganze Zeit diese Kack-Nukes in die Fresse kriegt und Anti-Air verliert und nachbauen muss, was das Zeug hält. Das kostet so viel Ressourcen, dass er in diesem Game einfach kaum flutet, aber auch keine Waffen rausbringen kann. Das ist insane, wie viel Druck Firework hier mit seinem jetzt mittlerweile 18k Metall-Float machen kann. Und das, obwohl er nur 5 Minen hat. Hätte der hier Full Economy, der würde sich sonst wohin floaten. Domi mit den Cannon Shots jetzt mal zurück. Auch der Howie wurde mal wieder bemüht, aber die Shotgun war, glaube ich, da. Jetzt wieder das Nuke-Gerät auf Top Base. Die Flak da unten träumt ein bisschen und der Windpark fängt an zu bröckeln. Bottom Base. Nee, hält sich. Also das Fangen von Konstrukten ist gerade Domis Hauptaugenmerk und er liefert ab. Er liefert ab, meine Damen und Herren. Alles bisher gecatcht, was es zu catchen galt und ging. Oder gab. 2 Cannon Shots auf Top Base. Dieselbe Stelle, derselbe Gedanke, ein bisschen Core Damage versuchen zu verursachen. Nuke kommt nicht durch. Bottom Base. Nuke wurde nicht geschossen. Es waren nur die Swarms. Die kommt jetzt erst. Aber auch da denke ich nicht, dass das Gerät durchkommen wird. Jetzt dürfte alles am Stissel sein. Zack, weg. Plasma Laser. Noch eine Flak rausgenommen. Und man merkt, glaube ich, langsam, dass Firework schon echt Druck hat. Imagine, er würde jetzt noch ein paar mehr Waffen bauen. Auch wenn es nicht so leicht ist, selbstverständlich nebenbei den Druck aufrechtzuerhalten. Nichtsdestotrotz. Neues Howie-Gerät. Opala wird hier von beiden Seiten gehittet. Vom Sniper abgewehrt von Firework. Und das ist wieder ein bisschen Core-Damage. 40%, man kommt dem Ziel etwas näher. Vielleicht sollte man an Domis Stelle auch eher auf einen Sniper setzen. Haben wir im ersten Game schon gemerkt. Messerschmidt überlässt dem Gegner gerne die Map-Control, was Sniper angeht. Ja, contestet hier überhaupt gar nicht. Und somit ist der Mörser da oben offen. Sind die beiden Sniper hier offen oder der da unten? Oder die ein oder andere Flak oder Shotgun? Weil es einfach nicht juckt, weil der Gegner kein... Hoppala, der Howie da oben. Oi, der war vielleicht etwas zu euphorisch platziert. Reißt jetzt aber wirklich den Windpark in Stücke. Durch den Plasma-Laser von Firework, der das sicherlich nicht unbedingt antizipiert hat. Aber warum denn nicht? Ne? Man darf ja auch mal ins Blaue schießen. Ich bin gespannt, wie dieses Game hier zu Ende gehen wird. Wird es eine alles vernichtende Nuke sein? Oder ist es eine Büss, die einfach das ganze Fort nach unten zieht? Ich glaube, hier unten reingebüsst. Mit 2. Das wackelt alles so nach unten ab. Das wird zu viel Gewicht sein, das da dran hängt. Aber wir werden sehen. Cannon Shot auf etwas, was offen war. Und exposed. Swarm, Nuke.
Anti-Air. Das ist das Motto des heutigen Casts. Domi mit dem Howie. Keine Shotgun am Start. Und jetzt der Cannon-Shot hinterher. Wenn er jetzt trifft, könnte das der Sieg für ihn sein. 14% auf dem Kern. Plasma-Laser von Alex D. Quatsch, Firework, so heißt sein Gegner. Domi mit dem nächsten Cannon-Shot. Aber es reicht nicht. 14% noch auf dem Kern. Und da kommen die nächsten Nukes. Und wenn die hitten, könnte das ziemlich unangenehm werden für Domi. Woodspam ist zur Stelle. Anti-Air schießt. Kann es auch noch die Nuke von Top-Base abwehren. Aber da ist ja noch zum Glück der Woodspam. Also alles entspannt. Ressourcentechnisch. Firework. 19,4K Metall gefloatet. Und da kommt das nächste Howie-Gerät, das nicht abgewehrt wird. Außer in letzter Sekunde durch den Plasma-Laser. Boah, ein Spiel, das beiden Spielern einiges abverlangt. Aber Firework wirkt etwas eingerostet. Etwas an Jugend verloren. Domi noch gut im Saft. Verteilt sich hier die ganze Zeit gegen die Bedrohung auf der linken Seite. Wie wird das Spiel enden? Wann wird es enden? Nächster Howie-Shot kommt fast wieder durch, aber die Shotgun ist am Start. Auch hier wieder die ganze Zeit exposed. Door Snipe, so gefährlich. Von Firework und oh, der Cannon-Shot auf Fireworks Kern, 1%. Hui. Ganz entspannt. Ich weiß nicht, ich würde mal über einfach ein bisschen mehr Schutz, dies, das, nachdenken. Mr. Firework? Ich glaube doch, doch. Ja, ja. Da muss vielleicht mal das Sicherheitskonzept nochmal neu geschrieben werden. Ich weiß auch nicht. Nächste New-Kombination von Domi. Abgewehrt, aber auch irgendwie nicht. Das Ding kommt durch. Der Kern auf 50%. Plasma-Laser gerade nicht einsatzbereit. Das wäre es jetzt gewesen. Oh. Firework dreht nochmal mit seinem letzten verbleibenden Prozent das Spiel. Cannon-Shot von Domi. Nein, doch nicht. Erst den Howie. Aber die Shotgun von Firework ist am Start. Und das die ganze Zeit offen. Obwohl Domi jetzt mal einen Sniper hat, um die Swarms mal wieder zu schießen. Und jetzt Firework wieder stark am Sniper. Lässt keine Map-Kontrolle durch Domi zu. Es bricht die 48. Minute herein und da kommt die nächste Swarm-Nuke-Kombination. Und wir sehen keinen Woodspam von Domi. Der könnte erst zu spät einsatzbereit werden. Nuke taumelt zu. Ganz entspannt. Alles easy. Alles unter Kontrolle. Alles am Brennen. Vielleicht T drücken. Ja, sehr gut. Ich sag ja, er hört zu. Plasma-Laser von Firework. Oh, der hat gerade geguckt. Der hat gerade geguckt. Nein, Cannon-Shot zu hoch. Die Shorty sitzt doch offen. Ja, genau da. Trotzdem. Howie-Gerät. Oh, Baller. Wo kommt das denn hin? Das kommt ganz schön hoch. Eine Windturbine. Die wollte er aber auch wirklich haben. Nächstes Nuke-Gerät auf Domi. Oh, Baller. Junge, der Windturbine-Block in letzter Sekunde, wenn ich das richtig gesehen habe. Rettet hier Domi das Leben. Die Nuke hätte ganz schlimme Auswirkungen haben können für ihn. Wenn nicht sogar ausfolgen. Auswirkungen im Jenseitsbereich. Was? Egal, wir gehen rein, Leute. Oh, die letzten Minuten brechen an. Das Ding ist kurz davor zu kalibrieren. Hier das Fort von Firework kassiert. Den nächsten Howie und das reicht. Das Splash Damage. 1% war nur noch auf dem Kern. Und Domi holt das Ding. Wunderschön. Wunderschönes Game. Was soll man dazu noch sagen? Holy shit. Ja, meine Damen und Herren. Ich bin durch. Ich bin aber auch gleichzeitig euphorisiert durch das, was wir gerade gesehen haben. Ein wirklich wunderschönes Spiel. Messerschmidt gewinnt das Best of Three. Das ist nämlich das dritte Video, habe ich gerade in meinem Kopf zusammengereimt. Das zweite kommt ja schon heute. My bad. Ich habe die Games aus Versehen in falscher Reihenfolge gecastet.
Da gibt es noch ein bisschen, oder was heißt, gibt es gab noch ein bisschen Abklärungsbedarf. Mittlerweile sollte das nicht mehr vorkommen, dass ich Games in der falschen Reihenfolge caste, meine Damen und Herren. In diesem Sinne. Ich hoffe, der heutige Cast hat euch auch gefallen. Messerschmidt trägt den Sieg davon im Best of Three. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen entspannten Montag dann ja. Kommt ja gar nicht Sonntag, sondern Montag, das Video heute. Und ja, wir hören uns, ne? Haut rein. Bis dann. Tschüss.